Meinem Team habe ich gesagt, benehmt euch wie immer. Und schwupps, war alles dreckig. Heute putzen wir auch und besonders im Bad. Guten Tag. Hi, bitte. Hi, grüß Na, dich. Wie geht's dir? Gut. Alles sauber? Hoffentlich nicht. Nee, ich war schon fleißig, wie du siehst. Okay, ist hier ein anderes Putzen als, ich sag mal, in der Küche angesagt? Naja, auf jeden Fall muss man schon eine gewisse Gründlichkeit an den Tag legen. Und es gibt auch feste Regeln in der Reinigung, wie ein Badezimmer zu reinigen ist. Ach nee, wie denn? Ja, immer von der sauberen Seite zur schmutzigen. Also zuletzt das Klo. Es kommen jetzt zwei echte Favoritinnen. Mhm. Wichtig also, von sauber zu schmutzig. Genau. Die Lappen trennen und ja, die versteckten Kameras anmachen, bitte. Damit wir ihr zusehen können. Ein Berliner Putzwirbelwind. Schnell, gründlich und günstig. Effektiv, effizient. Also sie ist jetzt 7 Minuten am Putzen und ist flink wie ein Putzteufel. Diese Dame ist überpünktlich, 5 Minuten vor der Zeit. Super, das gefällt mir richtig ja, gut. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, das gehört zusammen. Das ist ein Dreiklang. Hier habe ich schon die ganzen Sachen hingestellt, was sie so brauchen. Waschbecken, Toilette und Badewanne und Dusche nicht. Was kommt jetzt? Sie scheint sich jetzt erstmal wieder eine Reinigungsflotte anzusetzen. Davon bin ich ja ein Riesenfan. Ah, und ich bin ein Fan vom Wort Reinigungsflotte. Das ist der Eimer mit dem entsprechenden Mittel schon drin. Oh, wo die steht? Vor allen Dingen ohne Schuhe. Das ist total rutschig. Ohne Schuhe und rutschig so du. Und auch noch auf den Zehenspitzen. Also man muss dazu sagen, der Auftraggeber ist immer mit in der Haftung. Egal, ob jetzt die Reinigungskraft... Wie, wenn die hier bei mir rumturnt, muss ich zahlen am Ende, wenn sie sich ein Bein bricht? Naja, es ist dann die Frage, wer die Anweisung gegeben hat, das zu machen. Und dann muss man erstmal das Gegenteil beweisen. Na, ich nicht. Also und unser Lockvogel ganz gewiss auch nicht. Du. Zum Glück ist die Toilette auf sicherer Arbeitshöhe. Aber dann... Sie spült die Klobürste im Waschbecken aus. Wie, sie spült die Klobürste im Waschbecken aus? Der Weg, wie sie zum Ergebnis kommt, ist einfach überhaupt fachlich nicht korrekt. Okay, diese beiden Lappen tauchen danach aber nicht noch mal irgendwo auf hier im Haus, oder? Die müssen jetzt direkt in die Wäsche. Die dürfen nicht mehr verwendet werden, auch nicht mehr fürs Waschbecken. So, jetzt kommt's drauf an. Blauer Lappen und der Schwamm sind plötzlich in der Küche. Moment mal, ist das derselbe Schwamm, der gerade noch in der Toilette war? Ich fürchte ja. Ach nee. Ach. Ich glaube, wir müssen nachher dem Hausherrn erstmal eine gescheite Desinfektion spendieren. Ja. Komm, wir müssen das jetzt hier beenden. Leider eine eklige Leistung. Guten Tag, hallo. Ich bin Peter Giesel. Doch, von Kabel 1. Schauen Sie mal, ich will Ihnen das kurz erklären. Ich erkläre Ihnen das so, pass auf. Mit den beiden haben Sie die Toilette sauber gemacht. Ne? Und mit dem Toilettenschwamm sind Sie jetzt hier und hier und hier und hier. Das heißt, die Toilette ist jetzt überall verteilt in der Küche. Wir müssen beenden jetzt hier, aber das machen wir nicht nochmal, okay? Vielen Dank. Lassen Sie jetzt hier abziehen, sorgen auch dafür, dass die Chefin ihr keinen Ärger machen kann. Aber eigentlich darf so jemand woanders nicht noch mal putzen, ne? Nee, also zumindest muss sie gut geschult werden, bitte. Ja, mir tut's leid für Sie, aber es kommt halt noch eine. Und ich glaube, die wird das hier besser erledigen. Sie hat sich in Runde 2 in das Herz der Expertin geputzt. 25. Hinter der Tür. Oh. Ich glaube, ich verliebe mich gerade neu. Ja. Doch heute lässt sie uns warten. Der Kollege, der für uns die Termine vereinbart, setzt alles in Bewegung, um sie ans Set zu locken. Aber... Hakan, gibt's Neuigkeiten? Ist sie da? Das haben wir so nicht gewollt. Sie hätten sie auch gerne wieder gesehen. Ja, wirklich, die war richtig gut. Mhm, schade. Die Dame war vor 1,5 Stunden hier, ganz fest mit uns verabredet. In unserem Haus für die 2. Runde. Beantwortet keine SMS mehr, geht nicht ans Telefon und wäre jetzt schon 90 Minuten über der Zeit. Mhm. Eigentlich kann ich mir das bei der nur schwer vorstellen. Aber vielleicht täuscht man sich ja auch in Menschen manchmal. Und rutscht jetzt vom ersten auf den letzten Platz. Aber wir hätten sie so gerne hier noch mal im Einsatz gesehen. Alles ist bereit, schon mal der Putzlappen, der Wischmopp, unsere ganzen Verschmutzungen. Alles wartet auf sie. Vergeblich. Müssen wir selber putzen. Haben wir natürlich getan. Bevor es für uns nach Frankfurt ging.
um hier die zweite Runde einzuläuten. Auch am Main haben wir die beiden besten Putzkräfte wieder eingeladen. Ohne, dass sie wissen, dass Helene und ich sie beobachten. Heute besonders im Badezimmer. Schön. Blitzt noch nicht alles, aber das hier ist ein sensibler Bereich. Heute die Messlatte ein bisschen höher. Wir putzen im Sanitärbereich, genau. Im Familienbad. Ja? Vierköpfige Familie hinterlässt ihre Spuren. Ich glaube, diese beiden werden sich besser schlagen als in der Hauptstadt. Das glaube ich auch. Natürlich haben wir auch in Frankfurt unsere mobile Regie mitgebracht. Alle Kameras werden versteckt und wir schauen aus dem Keller zu. Ihm, dem gutmütigen Senior aus Runde 1. Er ist nicht schnell. Er ist ein bisschen gemächlich, aber er macht alles korrekt. Und das hat ihn jetzt hierher gebracht, bis in die zweite Runde, weil der war zuverlässig. Der hat ruhig und konzentriert gearbeitet und die saubere Arbeit gemacht, wie man sagen kann, oder? Mit Anweisungen von Lockvogel Sabine geht es in die nächste Runde. In Ordnung? Ja. Mir geht es jetzt darum, also dass die Toilette gemacht wird, die Ablage gemacht wird. Ja. Hier bei dem Waschbecken genauso, dass das Waschbecken gemacht wird, die Ablage. Genau. Ja, okay. Dann räume ich das. Naja, gut, ich habe da so ein System auf. Gut. Ich habe da ein System auf. Ich bin interessant. Ich bin mal gespannt. Haben wir das beim letzten Mal bemerkt, das System? Ich weiß nicht. Also der hat einfach auch Spaß daran. Das weißt du jetzt schon. Ja, sieht nach Reinigen aus. Wenn auch sehr zackhaft. Gerade so ein bisschen planlos, wenn ich ehrlich bin. Ich vermisse das System, was er angekündigt hat. Ja, ja. Ah, neue Farbe. Jetzt orange. Also wir hatten gerade einen gelben Lappen. Reinigungstextil, ja. Damit hat er oben gewischt. Ich merke mir den mal, okay? Ich denke, ich. Wo ist der mit der Zahnbürste, den Zahnbürstenhalter? Ich fürchte ja. Also ihr nehmt jetzt die Zahnbürste und bürstet damit diesen elektrischen. Das geht gar nicht. Nee, also das ist ja schon. Das ist ja Mundhygiene, ne? Das ist jetzt ein Orange. Ja, ich nehme jetzt dafür mal einen rosanen, okay? Damit wir uns das merken, womit der so alles da rumwischt. Ja, ob er das noch weiß in seinem System. Solange er nicht mit der Zahnbürste die Fugen putzt, ist ja alles gut. Wenn Sie es ganz genau haben wollen, dann rufen Sie ihn. Dem ist schon klar, dass der ein Zeitlimit hat. Da haben wir gesagt, eine Stunde sollte man eigentlich realistischerweise einplanen. Aber der ist ja, der braucht ja schon eine halbe Stunde für den Spiegel. Das ist ihm seine Art. Ja, aber mein Geld wurde auch teuer in Stunde 3 oder 4. Endlich lässt er das Waschbecken hinter sich und widmet sich der Toilette. So, das sind die Bäh-Ecken. Die Ecken, wo man wirklich, also ich setze Sonnenbrille auf, wenn ich da putze. Also wo wirklich eine Bäh-Zone ist, kann man das so sagen. Er arbeitet wirklich von schmutzig nach sauber. Oh mein Gott. Und das ist halt leider verkehrt. Bei aller Liebe und bei allem System, was wir dahinter auch leider nicht erkennen, im Sanitärbereich zu reinigen, das ist nicht seine Stärke. Ich glaube, der braucht einfach eine andere Tätigkeit. Und ich würde mir wünschen, den gerne noch mal in einer anderen Sendung zu haben, als Sieger dann. Aber nicht hier beim Raumreinigen, das ist es nicht. Meine letzte Chance, heute zumindest noch einen goldenen Hammer zu vergeben, kommt jetzt. In Runde 1 hat er mit Leidenschaft und Energie das Reinigungsgewerbe neu definiert. Und den baut eine Beziehung zu diesem Milchfleck auf. Gut, verlieren wir nicht so viel Zeit. Genau. Ich mach mal. Das ist eine ganz andere Einstellung zur Arbeit, oder? Der ist richtig cool. Auch in Runde 2 legt der Mann los wie ein Teufel. Ey, der Junge, der lässt einem keinen Platz zum Atmen. Keine Putzfrau, die wir gesehen haben, republikweit bisher, hatte so einen Drive und Feuer im Hintern wie der. Ja,
noch nie so viel Spaß gehabt, einem Mann beim Putzen zu, ständig beim Reinigen zuzusehen. Das ist ja wie so ein Putzballett. Auch im zweiten Akt kommt sein Hausmittel, Marke Eigenbräu, zum Einsatz. Das Wundermittel aus dem Ökoladen. Der reinigt einfach auch unter den Trägern die Platte von unten. Also danach ist wirklich alles sauber. Ein Vorbild für seine Zunft. Hier kann man vom Boden essen. Das ist was Persönliches, was der mit dem Schmutz am Laufen hat. Es steht außer Frage, wer im Duell Schmutz gegen Reinigungskraft den Kürzeren zieht. Das war jetzt eine Eins am Waschbecken, eine Eins und eine Toilette. Sehr, sehr sauber, dieses Badezimmer jetzt. Ne? In einer sehr guten Zeit. Und deswegen lassen wir ihn noch mal in der Küche ran. So, zack, neuer Raum und das ist ein neues, das ist ein frisches Tuch, so. Mit Putztüchern geizt der nicht. Er reinigt wirklich mit System. Alles sauber jetzt in dem Fall. Hier ist er auch wieder in der richtigen Reihenfolge unterwegs. Hier reinigt ein Gewinner. Das will ich aber auch sagen. Ne? Denn auch der Preis bleibt bei den angekündigten 20 Euro pro Stunde. Ein paar Tage später bin ich unterwegs, um den Gewinner zu überraschen. Wir sind in Frankfurt-Bornheim und ich hätte es selbst nicht glauben können, aber es ist wirklich so. Es gibt Reinigungskräfte, die haben ein eigenes Büro. Zumindest unser Sieger. Iliris Batschai hat vor einem Jahr einen kleinen, aber feinen Reinigungsservice gegründet. Heute wird diese ehrliche und harte Arbeit belohnt. Guten Tag. Tag. Peter Giesel. Hallo. Keine Sorge, ziehen Sie sich erstmal den Handschuh aus. Sie sind schon wieder beim Putzen. Ich bin fertig geworden gerade. Okay, guten Tag. Grüßen Sie. Hallo. Können wir reinkommen? Ja. So. Diese Überraschung ist uns gelungen. Wir kommen in Guten, weil wir haben Sie heimlich beobachtet. Oh Gott. Ihre Arbeit war hervorragend. Ach, das freut mich. Ja, so gut, dass wir sagen können, Sie sind Deutschlands ehrlichste Reinigungskraft. Und deswegen würden wir Ihnen dafür gerne ganz offiziell von Kabel 1 diesen goldenen Hammer überreichen. Nee. Doch. Erzählen Sie mal, wie lange machen Sie das schon? Also ich mache das seit 12 Monaten und habe angefangen, Menschen zu Hause zu helfen in ihrem Alltag. In beiden Runden hat er auf sein selbstgebrautes Putzmittel vertraut. Das ist hochbiologisch. Die Anteile, das darf ich momentan aus Sicherheitsgründen und Datenschutzgründen nicht nennen. Aber Sie haben es ja bei den, Sie haben es ja bei den Leuten auch raufgetan. Aber es ist rein natürlich. Sie sprachen davon Meersalz und... Ach du liebe Zeit! Das ist hochbiologisch. Soll ich das auch machen? Ich habe noch nie in meinem Leben Reinigungsmittel, aber... Ich bitte Sie, das ist hochbiologisch. Hochbiologisch. Okay, also eins steht fest, damit haben Sie alles sauber bekommen. Ganz genau. Dank freundlicher Unterstützung von MyDays darf sich unser Gewinner noch über einen Reisegutschein freuen. Von mir gibt es auch noch, natürlich, Deutschlands ehrlichste Reinigungskraft, Iliris Batschai. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Iliris Batschai. Das sind Sie, genau. Ich sehe das im Fernsehen, ich sehe es überall, Leute brauchen Menschen zu Hause, weil das Leben schnell geworden ist. Und diese Menschen brauchen Menschen, die helfen. Unkompliziert, mit Herz, an der richtigen Seite und an der richtigen Platz, mit dem richtigen System helfen und nicht nur einfach putzen. Also mit toller Arbeit und einer magischen Flüssigkeit zu Deutschlands ehrlichster Reinigungskraft. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg bei diesem Start. Ich nehme Ihnen das nochmal ab, damit wir uns die Hand schütteln können. Ja, warum denn nicht? Alles klar, viel Erfolg. Da haben wir genau den Richtigen erwischt.